Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es speziell um die dunklen Wintertage, wie diese sich auf unsere Motivation bzw. Kreativität auswirken können. Und ich versuche euch Tipps und Inspirationen zu geben, wie ihr diese Tage besonders gut nutzen könnt. Ich denke, viele von euch kennen sicher das Gefühl, wenn man sich im Winter total schlapp und energielos fühlt. Dann lässt natürlich auch die Motivation nach. Aber warum ist das überhaupt so? Der Winter zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Tage viel kürzer sind und wir das Sonnenlicht kaum noch zu Gesicht bekommen. Durch das fehlende Licht schütten wir das Hormon Melatonin aus und wir werden müde. Das passiert eigentlich nur abends, aber im Winter auch schon tagsüber. Das hat auch Auswirkungen auf unsere Stimmung. Der Grund dafür ist, dass unser Melatonin durch die Umwandlung von Serotonin, unserem Glückshormon, entsteht. Produzieren wir also im Winter mehr Melatonin, fehlt unserem Gehirn deutlich mehr Serotonin. Ich persönlich finde es im Winter auch viel schwieriger, mich aufzuraffen, rauszugehen, Fotos zu machen oder generell kreativ zu sein. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt, ob sie sich ähnlich fühlen und weniger motiviert sind im Winter. 66% haben das mit Ja beantwortet. Aber was kann man machen, um sich im Winter selbst zu motivieren? Auch das habe ich meine Follower gefragt und habe viele verschiedene Antworten bekommen. Aber in einer Sache sind sie sich alle sicher. So viel Tageslicht wie möglich genießen. Das ist natürlich nicht immer einfach, gerade wenn man Vollzeit berufstätig ist. Aber auch da sollte man sich in der Mittagspause wenigstens eine halbe Stunde die Zeit nehmen und rauszugehen. Aber das Wichtigste ist doch, dass man sich auf die positiven Dinge, die es im Winter gibt, konzentriert. Wie schon am Anfang des Videos gesagt, macht die Dunkelheit den Hauptteil des Winters aus. Aber das muss uns ja nicht an einem guten Foto hindern. Man kann auch mit künstlichem Licht viel herumexperimentieren, sogar bei einem Spaziergang durch die Stadt. Oder man sucht sich die nächste Pfütze aus und experimentiert ein bisschen mit der Spiegelung herum. Und im Schnee lassen sich natürlich auch besonders gute Bilder schießen. Nur leider ist es in einigen Regionen in Deutschland nicht ganz so einfach, an Schnee zu kommen. Eine weitere Besonderheit im Winter ist das Sonnenlicht. Diese hat nämlich eine komplett andere Wirkung als im Sommer und gibt dir mehr Zeit, in der blauen Stunde zu fotografieren. Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Möglichkeiten, ein cooles Foto auch im Winter zu schießen. Man muss es einfach nur machen. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen kleinen Denkanstoß für euer nächstes spontanes Fotoshooting geben. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was euch am besten motiviert und welche Winteraspekte ihr am schönsten zum Fotografieren findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.